Sehr verehrte Freunde, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Trailer-Reaction hier auf dem Kanal. Es ist jetzt endlich der zweite Teaser-Trailer bzw. Official-Trailer, also nix Teaser mehr hier von Andor erschienen. Die Serie startet ja Ende August mit direkt 3 Folgen auf Disney+. Und ich weiß eine Sache jetzt schon von diesem Trailer, ich weiß, dass Saw Gerrera vorkommen wird, aber ich denke mal, das ist eine Sache, da es ja eh um die Rebellion und Mon Mothma wird ja auch vorkommen und so geht. Das war schon so zu erahnen, dass man da auch irgendwie drauf eingehen wird. Und ja, ich erwarte mir sehr viel von der Serie. Der erste Trailer war der beste Star Wars Serien-Trailer, würde ich mal sogar fast meinen, bis hierhin. Und die Serie sieht einfach nur großartig aus, optisch viel besser als die Kenobi-Serie zum Beispiel. Und auch als Mandalorian oder Book of Boba Fett, finde ich. Und mal gucken, ob da jetzt der zweite Trailer oder der offizielle Trailer diesen Eindruck bestätigen kann oder ihn doch wieder ja eher ein bisschen abschwächt. Wird man sehen und ich würde mal sagen, wir gucken ihn uns jetzt einmal gemeinsam an. Allein der Shot ist besser als fast jeder Kenobi-Shot. Holy shit. Alter! Stürzt da ein Sternzerstörer ab oder? Ne, der kommt da gerade. Okay, der sah so abstürzend aus. To steal from the Empire? You just walk in like you belong. Junge, das ist ein Art. Let's go, man. So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. Cassian Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all? Something real. Okay, das wird so der Anfang sein, wie er rekrutiert wird dann. Das wurde ja schon gesagt. Junge, diese Felder, lol. Ah! Da war auch der andere Typ, der bei Saw immer ist. Und da ist Saw. Nice. Sieht doch sehr aus wie in Rebels. Passt ja auch zeitlich. Wobei das ja vor seinem Auftritt da spielt. Ich freue mich so hart auf alles, was Coruscant betrifft. Alter! Wieso sieht das optisch so viel besser aus als Kenobi? Was soll das, Mann? Junge! Alter, diese ganzen Bilder. Holy shit. Wie schön kann eine Serie aussehen? Muss ich hier mal wirklich so sagen. Okay, ich würde mal sagen, wir geben uns erstmal den deutschen Trailer und gehen wir den einmal ganz schnell durch. Also, wie es ausschaut, gibt es tatsächlich gar keinen deutschen Trailer hier für Andor bisher. Und das bedeutet, jetzt gehen wir noch einmal den englischen durch. Das bin ich eben schon mal gegangen, aber ich habe seitdem, quasi als ich gerade schneiden wollte, gesehen, dass da mehrere neue Informationen jetzt schon zur Serie rausgekommen sind. Halt, dass das Volume gar nicht benutzt wurde und halt auch das Release-Datum. Anders ist, was ich gar nicht geblickt habe. Deswegen dachte ich, mache ich jetzt die 5 Minuten jetzt einfach schnell nochmal, statt da jetzt die ganze Zeit irgendwie im Schnitt noch irgendwie zu sagen, also das, was ich da gerade gesagt habe, das ist ja eigentlich falsch, weil es ist ja jetzt so und so. Macht, denke ich mal, mehr Sinn. Und was soll man sagen? Dieser erste Shot, diese erste Kamerafahrt. Es fühlt sich so greifbar, so echt, so nah an. Es ist einfach, dieser Shot ist eigentlich besser als so ziemlich fast jeder Shot aus zum Beispiel der Kenobi-Serie. So, mal abgesehen von den absoluten Money-Shots, wenn man so sagen will. Aber er sieht einfach visuell, hat eine ganz andere Qualität, sage ich einfach mal. So, und ja klar, haben wir gleich den Shot mit dem Sternzerstörer. So, der Shot sieht, finde ich, nur okay aus. Okay bis gut, sagen wir es zu, aber ich mag einfach diese Perspektive von irgendwelchen random Leuten, die hier auf diesem Planeten im Wald chillen. Und dann kommt dieser Sternzerstörer. Das ist halt auch irgendwie so etwas Bodenhaftiges, was mir sehr gut gefällt. Mit den Parteis, die hier nebenbei fliegen, sehr nice. Das Star Wars-Logo jetzt hier auch komplett mit so einer
grau-silbernen Umrandung, sage ich mal. Gefällt mir auch gut. Und bei diesem Shot hätte ich eigentlich echt gedacht, dass hier vielleicht das Volume zum Einsatz gekommen sein könnte, aber nein, dann wird es wahrscheinlich mit Green oder Bluescreen gemacht worden sein. Mega, mega geil. Und ich finde, das sieht man halt auch an wie der gesamten Show halt an. Die sieht einfach so gut aus, vielleicht auch wahrscheinlich unter anderem, weil das Volume nicht verwendet wurde. Ja, das Volume ist ein krasser, schneller, also schnell in Kontext, muss man natürlich sehen. So ist immer noch sehr viel Aufwand, gerade in der Pre-Production, weil sich die ganzen Environments und so, die man halt komplett erstellen muss, so das, was normalerweise in der Post-Production immer war, verschiebt sich halt komplett in die Pre-Production, dass das halt schon zur Production dann fertig sein muss. Ist sehr viel Aufwand, aber es ist auf jeden Fall, hat super viele Vorteile, gerade was die Beleuchtung angeht und bietet super viele Möglichkeiten, Sachen einfach in einem, ja, Studio zu machen, statt eine Location zu fahren, sag ich mal so. Deswegen, ich verstehe schon, wieso es eingesetzt wird, aber ich finde, man merkt das halt so unterschwellig, dass sich alles irgendwie immer so ein bisschen kleiner, sag ich mal, anfühlt, ein bisschen eingesperrt. Das sieht man gerade Kenobi extrem an, finde ich. Gerade zum Beispiel die 5. Folge mag ich ja doch relativ gerne noch von der Kenobi-Serie, aber auch die fühlt sich eingesperrt an. Wenn man da in diesem, die ganze Zeit in diesem Hangar ist und man dann sieht, dass die Schiffe da im Hintergrund, dass da halt irgendwie das Volume ist, weil da die Leute halt einfach nur vorstehen quasi, als wenn da eine unsichtbare Wand wäre, so. So, alles fühlt sich ein bisschen kleiner an und das hat man halt bei Endor komplett nicht gesehen. Deswegen, ja, man merkt, dass das Volume nicht verwendet wurde. Also ich hätte schon gedacht, dass es für ein paar Shots zum Einsatz gekommen ist, so. Das habe ich auch, als ich das zum ersten Mal hier das hier durchgegangen bin, auch gesagt. Aber halt, wenn halt nur für ganz wenige. Aber dass es gar nicht der Fall ist, das freut mich sehr. Und ich hoffe, diese Entwicklung setzt sich auch wieder fort. Weil wie gesagt, ich mag es halt einfach nicht, dass Sachen aus dem Volume oft so klein wirken. Das ist auch so ein bisschen so eine Angst, die ich bei der Percy Jackson-Serie dann auch tatsächlich habe. Dass die dann auch leider ein bisschen kleiner wirkt, aufgrund dieser Tatsache halt eben. Aber muss natürlich auch endlich gucken, wie viel Budgets die Shows bekommen und was sich damit umsetzen lässt. So, und hier halt eben, ich schätze mal, das könnte jetzt hier Kind Cassian Endor sein, oder ist es eine Frau? Man sieht es halt hier leider nicht so gut. Man weiß ja jetzt nicht, ob es jetzt krasse Flashbacks geben würde. Ich meine, man hat im letzten Trailer Klonkrieger gesehen, deswegen ist es nicht auszuschließen. Und worauf mich halt sehr freue, kommt jetzt halt der galaktische Senator und wie großartig sieht der aus, hier einmal mit dem Logo des Imperiums hier unten unter der Kapsel, wo halt normalerweise der Kanzler bzw. jetzt der Imperator wäre, wobei ich glaube, Palpatine ist nicht so oft im Senat bei Sitzungen am Start, würde ich jetzt zumindest mal vermuten, klar, im Bad Batch Trailer sehen wir ihn da auch, aber ich meine, dass Palpatine gerade in der späteren Zeit des Imperiums, wo schon etablierter ist, eher jemand ist, die nur wenige Leute zu Gesicht bekommen haben. Zumindest ist das Gefühl, was ich so von den Büchern so ein bisschen bekomme zu dieser Zeit. Aber kann mich natürlich auch irren. Hier ist super viel Raum für ein Cameo oder eine kleinere Nebenrolle von Ian McDiarmid als Palpatine natürlich da. Und ich würde mich über jeden Content freuen, gerade wenn er so hochproduktiv, von der Produktionsqualität so weit oben ist, wie jetzt hier halt eben diese Serie und dieser Shot im Senatsgebäude. Oh mein Gott, sieht das großartig aus. Also wirklich. Und ich mag auch dieses Licht hier auf diese eine Kammer, die jetzt hier nach vorne kommt. Also, geiler Shot, schönster Senatshot, rein von der Qualität her bisher. Wow. Auf ihn freue ich mich sehr. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber Game of Thrones hat er mir auch schon gut gefallen in seiner Rolle. Wird bestimmt ein cooler, imperialer Bürokrat werden. Sie wird wahrscheinlich auch eine echt große, also verhältnismäßig große Rolle. Vielleicht sogar, auch keine Ahnung, ob es jetzt Hauptantagonistin wird, aber auf der Antagonistenseite eher eine große Rolle aufnehmen. Sie ist ja auch, auf dem Plakat, sage ich mal, auf dem Poster, was jetzt neu erschienen ist. Deswegen wird sie schon eine gewisse Rolle haben. Da bin ich sehr gespannt. Todestruppen jetzt auch wieder zu sehen, ist sehr cool. Kreis schließt sich so ein bisschen, weil ja in Rogue One die Todestruppler auch erst eingeführt wurden tatsächlich. So, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es jetzt eine Love Interest von Cassian Endor ist oder eher eine Schwester oder eine Verwandte oder so. Kann sein, dass es darüber hinaus schon Infos gab. Tatsächlich ist es aber auch der Fall, dass ich jetzt eher mit meiner Bachelorarbeit gerade beschäftigt bin, noch den ganzen August über. Und deswegen jetzt nicht so viele Nebeninfos oder Leaks, die jetzt vielleicht erschienen sind, mitbekommen habe. Da bin ich gespannt drauf. Das ist schon wieder so ein geiler Shot, der so vieles aus den anderen Live-Action-Star aus in den Schatten stellt. War er hier eigentlich auch schon in Rogue One, dass ich frage? Da muss ich mal kurz googeln, muss ich kurz auf den Schauspieler googeln, ja? Einer aus der Skarsgård. Hier ist der dann Skarsgård. Nein, er war nicht in Rogue One, okay. Weil ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie dieser eine Rebellen,
General, was auch immer es war, um ehrlich zu sein, über die Rebellenanführer der Originaltrilogie hinaus kann ich mir wirklich die anderen Rebellenanführer und so, die da gewisse Ränge hatten, echt nicht merken, muss ich mal zugeben. Das ist auch keine Sache im Kanon, die mich jetzt sonderlich groß interessiert. Okay, war er tatsächlich nicht. Diese komischen normalen Felder finde ich ganz interessant so. Ich freue mich darauf, dass er wieder am Start ist. Er ist ja so ein bisschen so die rechte Hand von Saw Gerrera. Wir hatten ja auch in Rebels in der vierten Staffel am Start gehabt, in den Folgen, wo sie auf dieser Satellitenschüssel rumgeturnt sind und dann diesen riesigen Kyberkristall gefunden haben. Da war er mit dabei. In Rogue One natürlich. So, da wurde er natürlich eingeführt. Und ich meine auch in einem Star Wars Buch kam er vor. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das Buch zum Inferno Squad gewesen ist oder ein anderes. Aber irgendwo da war er auf jeden Fall bei. Und bestimmt auch in irgendwelchen Comics, die ich jetzt noch nicht gelesen habe. Oder? Oder habe ich einen Comic mit ihm gelesen? Ich glaube schon. Ich weiß es gerade nicht. Auf Saw Gerrera freue ich mich auch wirklich sehr. Ich habe auf Twitter einen Vergleich gelesen, dass das Wong bei Marvel ist, der einfach random überall dabei ist. Ist so Saw Gerrera bei Star Wars so. Bad Batch, Clone Wars, Rebels, Rogue One jetzt hier so. Er ist einfach jetzt bei voll vielen Sachen dabei. Finde ich cool. So. Ist ja auch so ein bisschen der moralische Konflikt, weil ja die Rebellenallianz existiert ja so in dem Sinne hier noch überhaupt nicht tatsächlich. Die wird ja erst, ich weiß nicht, in welchem Jahr die Rebels-Folge gespielt, wo sie so einberufen wird, offiziell von Mon Mothma, müsste die dritte Staffel sein. Also schätzungsweise, ja, irgendwie so 2, 3 vor der Staffel von Yavin, so circa irgendwie. Vielleicht auch 1 vor der Staffel von Yavin, keine Ahnung gerade, wie gesagt, wann die Folgen spielen so. Da hat man ja die moralische Frage, so wie extremistisch man sein kann. Er ist ja so der Überextremist, während die Rebellen dann noch ein bisschen gesitteter vorgehen, sage ich mal. Hier finde ich halt vor allem die Helme sehr cool, weil das sind halt quasi diese Gläser, sag ich mal, sind halt quasi so die Sturmtruppenvisiere, so wo die Sturmtruppen auch durchgucken. Und genauso haben wir das auch schon in Solo A Star Wars Story tatsächlich gehabt, in der einen Sequenz auf Migeto war, glaube ich, der Planet, wo es so eine Schlachtsequenz gab, relativ am Anfang vom Film. Da hat Han Solo ja auch so eine ähnliche Rüstung an, mit so ziemlich genau demselben Helm sogar. Finde ich sehr cool, dass wir hier so etwas jetzt auch wieder sehen. Auch mit diesen Schilden gegen Aufständische, wie so Polizei feier ich. Und jetzt endlich Kanonenboote. Die noch durchaus ein bisschen an die der Republik erinnern. Würde ich hier mal durchaus meinen. Sind natürlich absolut nicht mehr dieselben, aber gehen noch so ein bisschen optisch in die Richtung. Auf ihn bin ich auch gespannt, wie seine Rolle sein wird. Er hat einfach den rundesten Kopf der Welt, also holy shit. Runder geht nicht, auch die Frisur unterstützt es komplett. Nämlich Arbeiter und dieser Coruscant-Shot. Ganz ehrlich, das ist so ein Filmshot. Und der war auch schon im letzten Trailer, aber der kann gerne in jedem Trailer vorkommen. Hier sie wieder. Also da werden wir wahrscheinlich wirklich mehrere Imperiale auch kennenlernen. Also die Serie wirkt sehr komplex mit all den Storysträngen und Charakteren, die wir hier so sehen, finde ich. Okay, das wirkt jetzt schon sehr nach Love Interest. Die jetzt irgendwie gefangen wird scheinbar und verhört wird gerade. Und generell die ganzen politischen Sachen rund um Mon Mothma, da interessiere ich mich sehr für. Und das, finde ich, sieht auch so ein bisschen aus, jetzt von innen wie so ein koreanisches Schiff, aber jetzt so, wenn das dasselbe ist, von außen dann doch nicht mehr unbedingt. So viel Coruscant-Content in Live-Action, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich einfach der Wahnsinn. Und es sieht auch 30, Coruscant sieht hier auch 30 Mal besser aus als in Kenobi. Ich muss es leider Gottes so sagen. Eine Signalsetzung werden wir hier also auf jeden Fall auch sehen. Interessant, dass jetzt das imperiale Logo drauf ist. Und irgendwelche Banketts mit irgendwelchen mächtigen Politikern oder Senatorinnen auf Coruscant, so. Auf den Scheiß freue ich mich halt komplett. Und ich habe halt voll das Horn hier irgendwie nach unten in meinen Haaren, aber scheiß jetzt drauf. Wie groß und weit diese ganze Umgebung in all diesen Shots wirkt, es ist unnormal. Auch was das für Kadetten sind, frage ich mich. So normale imperiale Kadetten, weil manche meinten so letztes Mal, das sind doch bestimmt Klone. Nein, sind es auf jeden Fall nicht, aber also zu sehr sicher gehe ich mal davon aus. Ich kann es natürlich nicht komplett ausschließen. Wobei die jetzt auch nicht unbedingt sich hier ähnlich sehen. Aber bin gespannt auf das hinauszufinden. So, Cassian Andor gehört ja offensichtlich dazu. Hier haben wir entweder Schlagstöcke, wahrscheinlich so Sicherheitsleute, die den Ausbruch hier verhindern wollen. Und allein dieser Shot, das sieht aus, als wenn hier was richtig krasses explodiert wäre. Und der ganze Himmel wirklich brennt, so, da bin ich sehr gespannt drauf. Allein solche Bilder hatten wir halt einfach in den anderen Star Wars-Serien nicht, solche großen Sachen.
Und das war der Trailer. Mein Gott. Also, was soll man sagen? Endor wirkt einfach größer in jeglicher Hinsicht als jedes Star Wars-Serie davor. So. Und es kann auch einfach echt nicht sein, wie Endor so gut aussehen kann, während Obi-Wan Kenobi dann doch eher zwischen auch den anderen Star Wars-Serien eher ja, hinterherhinkte von seiner Optik. Das macht mich ein bisschen wütend so. Was ich halt übersehen hatte, tatsächlich, die Serie wurde verschoben auf den 21. September. Finde ich ein bisschen schade, weil der 31. August, wo sie vorher starten sollte, wäre so perfekt, wo ich so fertig bin mit meiner Bachelorarbeit und dann schön 3 Folgen Endor gönnen. Es wäre perfekt gewesen, aber okay, jetzt ist es halt der 21. September, immer noch gut, habe ich immer noch durchaus Zeit. Und wir haben eine 3-Episode-Premiere hier, also 3 Folgen auf einmal. Gottes Willen, wird das stressig mit den ganzen Reviews. Aber ich sag's schon mal jetzt, ich muss meine Reviews leider Gottes aus Zeitgründen auf eher so 20 Minuten kürzen. Mehr ist für mich absolut nicht mehr drin. Ja, mehr dazu irgendwann in einem zukünftigen Infovideo. Und ja, das war's jetzt zum Trailer. Grandios gefilmt. Und wenn die Skripte und die Figuren wirklich mithalten können mit der Optik, dann wird das die beste Star Wars-Serie, gehe ich mal stark von aus, weil es vor allem auch komplex aussieht. So, wir haben Endor, wir haben diese dreckige Rebellenkampfart und Weise, die man schon in Rogue One, sag ich mal, hatte, auch wenn Endor hier noch nicht bei der Rebellion ist, so, aber dieses dreckige, sag ich mal, aus Rogue One, was wirklich großartig war, dann wirklich so Politik-Thriller-artige Sachen, die hier eingebracht werden, dann noch die ganzen Shots von den imperialen Offizieren, so, Saw Gerrera ist irgendwie noch dabei, das wirkt wie wirklich eine komplexe Serie, die wirklich eine Geschichte zu erzählen hat und wofür man sich Zeit genommen hat, um das zu entwickeln, und deswegen hat die Serie auch wahrscheinlich 12 Folgen und direkt eine 2. Staffel hinterher, weil da wirklich was zu erzählen ist, und deswegen freue ich mich da wirklich drauf. Die Serie fühlt sich wirklich so an, als wenn es wirklich einen Grund gibt dafür, dass sie hier ist, außer wir müssen eine Serie über den bekannten Charakter XY machen. Und ja, das sind jetzt meine letzten Worte hierzu, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, der Trailer hat euch gefallen und wir sehen uns dann spätestens bei den Reactions und Reviews zu der Serie hier wieder, und bis dahin, Leute, sage ich ciao und möge die Macht mit euch sein.